Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zur Anreise nach Amsterdam. Ja, wir waren vom 10. bis zum 14.07. in Amsterdam und haben uns da die ein oder andere Sehenswürdigkeit angeschaut. Vom gemütlichen Stadtrundgang über Madame Tussauds oder zwei Grachtenfahrten, die wir gemacht haben, einmal tagsüber, einmal gegen Abend, war eigentlich alles dabei. Heute möchten wir euch ein wenig das Hotel vorstellen und die Pythonburg. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf Deutsch heißt es wohl die Pythonbrücke und ja, schaut es euch gleich selber an. Während unseres Aufenthalts in Amsterdam übernachteten wir im Hampton. Dieses liegt etwas außerhalb, aber mit der Straßenbahnhaltestelle, die nur 2 bis 3 Minuten vom Hotel entfernt ist, seid ihr in nur wenigen Stationen am Hauptbahnhof. Das Hotel verfügt über eine eigene Parkgarage. Hier kostet das Parken für 24 Stunden 25 Euro. Man soll es kaum glauben, das ist für Amsterdam schon sehr günstig. Billiger geht es nur auf dem Park-and-Ride-Parkplatz, der ungefähr eine Straßenbahnhaltestelle entfernt ist. Allerdings war der bei unserer Ankunft auch voll. So mussten wir an der Straße parken und hier kostet das Parken sagenhafte 40,50 Euro pro 24 Stunden. Aber jetzt möchte ich euch erstmal unser Zimmer zeigen. Das war in diesem Fall die 408. Wie ihr sehen könnt, ist das Zimmer recht geräumig, wenn auch ein wenig verwinkelt. So steht der Fernseher, um abends zu entspannen, nicht wirklich optimal, wie ich finde. Aber es gab eine sehr schöne Station zum Zubereiten von Tee oder Kaffee. Ein wirklich sehr geräumiges Bad mit einer riesigen Dusche. Im Zimmer war außerdem ein Safe und ein recht geräumiger Kleiderschrank, wie ihr sicher gleich sehen werdet, um ein paar Tage hier im schönen Amsterdam zu verbringen. Nach dem Auspacken unserer Sachen machten wir uns dann nochmal auf den Weg zur Pythonbrück. Offiziell heißt diese Brücke Hogebrück, wegen der Form wird sie auch nur Pythonbrück genannt. Sie verbindet Sporrenburg mit Borneo Island und befindet sich in den östlichen Docklands von Amsterdam.
Ende der Brücke bin ich doch dann tatsächlich noch zu meinem ersten Katzenvideo gekommen. Man soll es kaum glauben. Wegen der Corona-Pandemie gab es leider kein Buffet, so wie wir es normalerweise aus dem Hemden gewöhnt sind, sondern es wurden das Frühstück frisch gepackt. Man hatte da die Auswahl zwischen zwei Paketen. Wir haben uns für jeweils eins entschieden und ja, wir konnten nicht meckern. Es war alles dabei, was man zu einem wirklich leckeren Frühstück brauchte. Und wenn man wollte, dann konnte man sich auch noch was nachholen. Und so sieht es dann ausgepackt aus. Wirklich lecker. Und so gut gestärkt konnten wir dann in den Tag starten. Wohin es für uns ging, das seht ihr dann am kommenden Mittwoch ab 18 Uhr auf unserem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund.